Ich bin nicht schlau. Was denn? Verdammt. Hey zusammen und willkommen zu einem neuen Video, zu einem Talk bei Turn On. Wie ihr sehen könnt, heute geht es um etwas, das hier zwischen uns hängt. Und zwar, genauer gesagt, um das Thema 360-Grad-Videos. Toll, oder? Und jetzt habt ihr die Chance, von Anfang an zu sagen, entweder ihr guckt unseren Talk weiter in altem 2D oder ihr schaltet um auf diese Kamera und guckt das Video in 360 Grad. Den Link findet ihr hier unten eingeblendet, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und wir fangen nämlich einfach mal an. In dem Sinne, ihr könnt nämlich auf diese Kamera umschalten und einfach mal sehen, was Jens hier unten macht. Denn irgendwas ist er hier am Machen, aber ihr könnt es über die Kamera nicht sehen. Ja. Ja, ich mache gerade gar nichts, ich komme nämlich nicht weiter. Ja, richtig. Mhm. Und falls ihr erkennen könnt, was der Jens gerade zockt, beziehungsweise auf welchem Gerät er zockt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Derjenige, der richtig liegt, kriegt da einen Kuss. Oder einen Keks. Könnt ihr euch aussuchen. Und damit, Jens, es geht los. Hör mal auf zu zocken. Wir reden jetzt über 360-Grad-Videos. Hast du damit schon mal einen Berührungspunkt gehabt? Ja, Tatsache. Und zwar... lustigerweise bei dir. Oh mein Gott! Ja. Das also haben wir nicht geplant. Du hast das Ding nämlich, die Theta-Kamera, vor ein paar Wochen hier mit ins Studio genommen und hast damit ein bisschen rumgespielt. Mhm. Und auch bei der Aufnahme von dem Fitbit 2 war das, glaube ich. Ja, richtig. Fitbit? Jawbone, genau. Da hattest du damit rumgespielt und ein paar Fotos gemacht und auch die Videos dazu in dem Video mit reingenommen. Das ist richtig. Da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen und nicht Google, sondern YouTube selbst hat ja auch kurz vorher angekündigt, dass sie jetzt ganz groß 360-Grad-Videos möglich machen. Das war sogar auf der Google I.O., ne, wo auch ein bisschen darüber berichtet hatten. Tatsächlich. So, und da habe ich das erste Mal gesehen, dass das möglich ist, habe diese Consumer-Variante von dir gesehen und dachte, okay, aber wie schneidet man sowas? Also wie funktioniert das? Und ihr wisst ja, wir sind ja technikbegeistert und deswegen dachten wir uns, wir packen dieses Thema jetzt auch mal für euch zusammen in einen Turn-on-Talk. Und deswegen stehen wir hier und wollen auch gemeinsam mit euch ein bisschen darüber philosophieren, ob es jetzt vielleicht schon gang und gäbe ist, 360 Grad Videos zusammenzubasteln, ob Sinn macht oder ob das immer noch Zukunftsmusik ist. Was für Möglichkeiten es damit gibt, ob es in Zukunft jeder machen wird? Absolut. Beziehungsweise könnte es jeder machen, ist ja auch eine große Sache. Aber damit können wir ja tatsächlich einsteigen. Kann es denn jeder machen? Fragezeichen. Ich würde ja sagen, da ich ja die Ehre hatte, mit 360 Grad Technik in Berührung zu kommen und auch einige Videos von amerikanischen YouTubern und Bloggern schon sehen konnte, die auch relativ fix unterwegs waren, es kann theoretisch jeder machen. Ja. Aber? Zum Beispiel mit dieser Kamera. Das ist eine konsumerfreundliche Kamera, die alles automatisch übernimmt und auch im Nachhinein nicht mehr viel getan werden muss, damit es auch in 360 Grad auf Video zu sehen sein wird. Mhm. Aber es ist immer eine Sache der Qualität, beziehungsweise auch wahrscheinlich eine Sache des eigenen Anspruchs. Also ob du Lust hast, jetzt ein Video hochzustellen, das so aussieht wie, nein, sogar noch schlechter aussieht als das allererste Video, das jemals auf YouTube hochgeladen wurde im Jahre 2005. 144 Pixel. Ja, und umgerechnet sind das hier 120p momentan. Oder man verzichtet halt auf dieses ganze Äußerliche drumherum und stellt erstmal den Spaß in den Vordergrund. Und was zahlt man für die Theta? Momentan ist es sogar gar nicht wenig, knapp 300 Euro. Oh, das geht aber für Spaß? Ja, also ich glaube, man zahlt momentan eher für die technologische Entwicklung, sagen wir so. Aber es ist ein Nischenprodukt immer noch. Ja. Ricoh hat sich da auch, also es ist ein Nachfolgemodell. Es gab von dieser Kamera schon mal eine Version, aber die konnte noch kein Video. Und die kann jetzt tatsächlich das erste Mal Video und nicht nur 360 Grad sphärische Fotos. Ja. Und naja, das lassen die sich natürlich auch irgendwie bezahlen, klar. Logisch, wenn sie die Ersten sind, das machen ja viele Unternehmen auch so. Genau. Die Fotos sehen damit schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Warum ist es jetzt bei der Videoqualität eher so mau? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen reindenkt, das ja automatisch am Ende irgendwie zusammengesetzt werden muss durch den internen Prozessor, hat es, glaube ich, etwas damit zu tun, dass es halt... naja, nicht unbedingt der schnellste Bildprozessor. Dass da was verloren geht auf der Strecke. Ja, also der Flaschenhals ist quasi die Technik da drin. Man merkt es leider auch, wenn die Kamera jetzt ein bisschen wackelt. Ja, mach's mal eben. So. Sieht man da leider ein paar Ränder. Ne? Also das ist genau da, wo die Kameras dann aneinander stoßen, die beiden Kamerabilder, die laufen halt nicht wirklich synchron. Und das kann auch die Software im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Okay. Da merkt man so ein bisschen noch die Defizite solcher Consumer-Versionen. Nächste Frage. Direkt die nächste Frage. Ja. Denn ich mache ja selbst auch Videos und habe die auch selber schon geschnitten. Und meine Frage ist, wenn ich da so einen Ball an Aufnahmen habe, weil da 360 Grad sind ja nun mal rund, wie schneidet man sowas? Ja, ist witzig. Also eigentlich im Grunde ist der Schnitt... Workflow am Ende der gleiche. Am Ende, weil du musst halt erstmal dafür Sorge tragen, dass die einzelnen Bilder, die du hast, irgendwie zusammenkommen in eine Grunddatei. Ja. So. Also du hast mehrere Sequenzen, mehrere Schnitte und die führst du erstmal zusammen. Ja, und das ist leider bei jeder Kamera eine ganz andere Geschichte. Bei solch einer ist es anders, bei einem Zusammenbau von mehreren GoPros ist es auch wieder anders. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Da musst du halt deinen eigenen Workflow finden, das wäre jetzt ein großes Thema. Aber du musst halt am Ende nur daran denken, dass eine sogenannte sphärische Videofile am Ende dabei entsteht. So, und das ist halt, ne? Sowas wie eine Panorama-Aufnahme. Ein Panorama, genau. Ein Panorama als Full-HD-Video, so als flaches Bild. Ja. Und dann musst du über ein spezielles YouTube-Tool, so eine Art Metadaten, das Video schreiben. Und dann wird dieses Full-HD-Bild einmal um einen imaginären
Ball gewickelt, ja. Und dann hast du dein sphärisches Video. So. Okay, und also dieser YouTube-Konverter, der erklärt YouTube oder dem Video einfach nur, wie es darzustellen ist. Ja, also ist, der schreibt wie es sich selber darstellen in dein soll. Fertiges Video, aus dem fertigen Video macht er noch mal ein fertiges Video, aber mit einer Art Metadatei, wo eben drin steht, das ist jetzt eine Kugel. Und behandle dieses Video bitte wie eine Kugel. Und okay. Wenn du eben keine entsprechende App hast, oder keinen entsprechenden Player, der das dann weiß, der das erkennen kann, dann siehst du halt nur dieses, die aufgerollte Kugel, ja, als flaches Bild, was merkwürdig ist. Aber wenn es der Player unterstützt, dann hast du eben diesen Virtual Reality Effekt oder Cardboard Videomodus heißt es ja auch. Und diese Cardboard hast du sogar dabei. Ja, direkt von Google das Ding. Genau. Da packst du einfach nur das Smartphone rein, startest das YouTube-Video und kannst es sofort umgucken. Und damit sind wir nämlich auch bei diesem Knackpunkt mit der Qualität, weil diese Kamera zeichnet ja eigentlich nur, ich sage mal in Anführungszeichen, 480p Material auf, das auf Full HD erstmal skaliert wird. Und dann wird dieses Full HD Bild ja nochmal rumgewickelt. Und wenn du dich da umguckst, musst du das immer so in jeweils 90 Grad Schritte vorstellen. 4 mal 90 Grad, 480p durch 4 sind 120p. Das ist wenig. Damit, und da, deswegen entsteht eben diese grausige Qualität. Also theoretisch müsste man eigentlich in 4K das Ganze aufnehmen. Damit man es durch 4 in Full HD ungefähr hat. Genau, richtig. Damit du es wenigstens in, ja, ich sag mal, gewohnter Qualität sehen kannst. Aber das ist natürlich auch so in sehr hochqualitativen 27. Ja, ressourcenhungrig, bisschen aufwendiger das Ganze zu schneiden. Und deswegen hat diese Konsumerkamera bzw. Ricoh sich dazu entschieden, das wohl so zu machen. Und somit haben wir nicht nur 360 Grad, sondern auch ein kleines Review zu dieser Ricoh Theta in ein Video gepackt. Wir haben jetzt das lustige Problem, das merkt ihr jetzt im Schnitt gar nicht. Dieses Ding funktioniert nur 3 Minuten lang. Ja. Das heißt, wir müssen alle 3 Minuten lang nochmal neu anfangen, beziehungsweise unsere Aufnahme, unser Video generell so planen, dass wir nur 3 Minuten lang aufnehmen. Ja, deswegen sind die Schnipsel in seinem Review, in deinem 360-Grad-Video, auch so kurz geraten. Ganz genau, ganz richtig. Also, und es gibt auch kein Feedback wirklich, sondern man muss immer auf ein ganz kleines Licht achten, weil wenn das Licht lustigerweise wieder angeht, ist die Aufnahme aus. Wenn das Licht ausgeht, ist die Aufnahme an. Also das ist noch etwas kompliziert. Das ist nämlich auch schon die Frage, ist es denn eben... Ja, convenient, wie ist es auf Deutsch? Wie ist es, ist es schon umgangstauglich, ja, für den Durchschnittsvlogger oder Durchschnitts-YouTuber solch ein Gerät zu haben, weil er erstens immer darauf achten muss, dass das Ding wieder Also ein Vlog geht ja nicht 3 Minuten. Du, fährst ja nicht auf deinem Board und rennst die ganze Zeit durch die Gegend, sondern das machst du ein bisschen und dann wieder das nächste Mal und das nächste Mal. Ah, so entsteht schon eine ganz neue Möglichkeit an Jump Cuts eigentlich. Ja, da ist die Aufnahme selbst der Jump Cut. Ja, genau, richtig. Obwohl, kann YouTube... Wobei Jump Cuts sind ja mehrere Sekunden und 15 Schnitte drin. Das ist ja innerhalb eines Satzes, innerhalb eines Wortes nochmal ein Schnitt drin. Ja, ich meine, was ist ein Vorteil? Du kannst noch näher dran sein am YouTuber, am Künstler, beziehungsweise am Vlogger. Du kannst dich in seiner gewohnten Umgebung, in seinem Zimmer, das du immer nur von einer Seite gesehen hast. Man kann sich das Studio auch mal anschauen hier in dem Fall, ne? Das sieht man ja sonst auch nicht. Das ist ja immer ein ganz anderes Bild. Feel free to swipe around. Nach oben, nach unten. Wir haben auch nichts versteckt. Das sieht immer so aus hier. Vielleicht seht ihr ja noch irgendwo ein paar Sachen. Wer weiß, ja. Aber natürlich musste der Künstler auch ein bisschen darauf achten, der Vlogger darauf achten, dass es eben auch so aussieht, dass es halt noch passt. Ich weiß nicht, wenn hinter denen ein riesiger Berg an Müll auf einmal liegt oder Leichen da auf dem Boden liegen. Also, aber das ist auch sehr natürlich. Ne? Ja? Dann ist man halt wirklich bei einem Kumpel, der seine Wohnung halt noch aufräumt. Das ist aber die Gefahr ist natürlich groß, dass die Leute anfangen, vielleicht sogar noch mehr zu faken oder so. Ich weiß es nicht. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Und es ist ja immer so bei neuer Technologie, die Leute müssen sich irgendwie erstmal dran gewöhnen und es müssen sich Leute finden, die das auch vernünftig zu nutzen wissen. Nächste Frage. Neben dem Consumer, was gibt es denn da für andere Möglichkeiten? Google Jam. Google Jam, das ist so ein Rig, auf dem man 16 GoPros drauf pappen kann und die nehmen dann alles rundum auf. Ja, aber es ist nicht das gleiche wie das hier. Es ist, was du meinst, ist tatsächlich eine 360 Grad Panoramaaufnahme. Ja. Ja, wie ein Handypanorama, wie du schon sagtest. Okay. Es gibt aber auch andere Geschichten, dass du zum Beispiel 6 GoPros in eine Art Ball stecken kannst. Also die sieht nicht aus wie ein Ball. Die sich so ein bisschen überlappen, in alle Richtungen zeigen. Ja, schauen auch nach oben, nach unten. Und das Google Jump, das ist wirklich nur im Kreis. Die können nicht wirklich nach oben und nach unten gucken. Okay. Es kommt darauf an, was du machen willst. Also wenn du so eine Art Ball hast, hast du natürlich völlige Bewegungsfreiheit. Kannst dich komplett umschauen. Qualitativ ist es natürlich auch eine schöne Sache. Aufgrund der GoPros kannst du bis 4K. Ja. Ja, das macht Sinn. Bei so einem Jump-Rig, bei so einem Panorama-Rig, naja. Also wenn du nicht groß nach oben und unten gucken willst, aber halt mehr
Augenmerk auf einen bestimmten Horizont setzen willst, ist das vielleicht eher praktischer? Ich glaube, der Vorteil ist, dass du das wirklich professionell nutzen kannst. Das heißt, du hast 16 GoPros, die halt in Reihe geschalten sind. Das heißt, du drückst einmal auf an und alle GoPros sind an. Wohl vielleicht wahr. Hast du sogar noch einen externen Akku, mit dem du alle Geräte gleichzeitig laden kannst. Das kann gut und dann kannst du auch mal durch die Gegend fahren und Fotos oder Videos machen, wie man zum Beispiel bei Street View das gemacht hat. Da haben sie auch die ganze Zeit alles aufgenommen. Vielleicht kam da auch die Idee her. Das kann sogar gut sein, weil wenn ich mich an die kleinen Rigs zurückerinnere, was da gerade so rumfliegt, auch Kickstarter-Projekte, ganz viele, die sind immer, da musst du 6 GoPros reinstecken und von alleine managen. Also das heißt, du musst überall anmachen, überall auch Strom, die müssen alle geladen sein. Genau. Wie lange hält so eine GoPro mit 4K-Aufnahmen? Halbe, so 40 lang. Minuten vielleicht? Nicht so lang. Also es reicht, um wahrscheinlich durch die Gegend zu fahren, um Snowboard mit durch die Gegend auf den Kopf raufzuschmeißen und dann einmal den Abhang runter. Wuseln, ja. Richtig. Oder einmal aus dem Flugzeug springen, also mit Fallschirm. 40 Minuten durfte klar, ja, durfte hinkommen. Ja. Oder wie heißen die von Hochhäusern springen? Das ist ja so halblegal. Jumpsuits wollte ich gerade sagen, aber das aber es geht auch theoretisch, wenn man es richtig macht. Aber ja. Da führt's hin. Einsatzmöglichkeiten sind viel fertig. Wird das Ding länger als 3 Minuten aufnehmen können? Und dann vielleicht sogar auch in HD, 4K. Gute Tonqualität. Ja, ja, stimmt. Ihr die Technik dafür gibt es ja auch. Nicht über diese Kamera, also nicht wundern, warum es so gut klingt. Ja, also die Technik dafür gibt es schon. Ich glaube, es muss nur einmal einer den Arsch in der Hose haben und das einfach bauen. Ja, einfach den Mut haben. Die sind ja schon sehr mutig, muss man dazu sagen. Und wenn die sich ranhalten und jetzt nicht auf einmal ein ganz großer kommt, dann sehe ich sehr positiv drein, weil die haben ja schon das Know-how. Es muss eben, wie du schon sagst, konsequenter oder qualitativ hochwertig umgesetzt. Die Software dazu sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Man zieht einfach nur die Datei oben rein, lässt sie einmal durchkonvertieren und dann hat man schon eine MP4. Aus einer MOV wird eine MP4 und das war's. Richtig, dann kommst du noch darauf an, wie gut du das eben zusammenschneiden kannst. Wahnsinn, oder? Irre. Ihr seht also, eine spannende Zukunft steht uns bevor und postet auch gerne in die Kommentare, was euch wohl noch so einfallen würde zum Thema 360 Grad Videoaufnahmen, was man damit alles machen könnte, was man damit vielleicht sogar nicht machen sollte. Ist ja vielleicht auch mal spannend zu hören, wie es andersrum sein könnte. Und ansonsten lasst uns gerne jederzeit darüber quatschen in den Kommentaren. Die letzten 2 Videos findet ihr auf der rechten eurer linken Seite. Da nehmen unsere Social Media Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und auch YouTube. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und hier unten, ganz unten, findet ihr noch terminuson.de. Da schreiben wir mit Sicherheit auch über die nächste 360 Grad Kamera. Ja. Und ich versuche jetzt in diesem wunderschönen Spiel, nicht verraten, das nächste Level zu erreichen. Ich komme hier nicht rüber. Ich gebe euch noch mal eben 5 Sekunden zum Gucken, weil dann stecke ich wieder obligatorisch die Kamera in meinen Mund. Wobei, willst du das jetzt mal übernehmen? Nee. Weil das ist ein fantastischer Eindruck. Du bist größer, ich komme da gar nicht ran. Guck mal. Okay, das nein, ich spiele nochmal 5 Sekunden und dann nochmal. 5. Ach, jetzt. Sterbe. So. Bumm.